Die Länderspielpause ist vorbei. Herzlich willkommen zurück in der zweiten HBL. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das sind unsere drei Stationen auf der Reise durch den 25. Spieltag. Wir schauen nach Essen. Dort ist Eisenach zu Gast. Der TuS in Lübbecke begrüßt den VfL Lübeck-Schwartau. Wir beginnen aber beim TV Großwallstadt, der den Dessau-Roßlauer HV zu Gast hat. Und der muss auf seinen Top-Torschützen Jakob Hirska verzichten, der ausgerechnet an seinem Geburtstag aufgrund einer Erkältung nicht mitfahren konnte. Was er aber von zu Hause am Bildschirm sieht, das kann sich wirklich sehen lassen. Dessau kommt fantastisch ins Spiel mit Patrick Gemp, der Kreisläufer, ja einer der Faktoren, warum es für Dessau in dieser Saison so stark läuft. Kam ja im letzten Sommer aus Wetzlar. Der TV Großwallstadt kann endlich wieder auf Adrian Kamlott setzen, der wieder fit ist und direkt das 1:2 erzielt. Aber die Anfangsphase gehört komplett den Gästen, die auch zweite Bälle bekommen. Hier Vincent Sohmann. Max Emanuel scheiterte noch an der Abwehr. Sohmann ließ sich aber nicht zweimal bitten. Und hinten steht Philipp Ambrosius, der Eisenträger diesen Wurf abnimmt. Und dann kommt Tempo ins Spiel. Tempo, 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 Gemp. 1:4. Mega Start der Gäste. Hinten hält Ambrosius schon wieder. Und Dessau beginnt das Feld von hinten aufzurollen. Wieder Vincent Sohmann als Motor. Misovic 1:5. Dessau überrollt einen völlig überforderten TV Großwallstadt. Es ist nicht hoch genug zu bewerten, was Dessau diese Saison spielt. Ist ja schon Vierter und hat die zweitbeste Offensive der Liga. Frieder Bandlow, Top-Torschütze von Großwallstadt, verkürzt. Hatte in der Länderspielpause muskuläre Probleme, rechtzeitig aber fit geworden für dieses Spiel. Überhaupt die Gastgeber angeschlagen, viele Verletzte im Team des TVG und es ist ja auch noch Grippesaison. Ein Glück ist Bukovinas auf dem Punkt. Es ist kein Geheimnis, es braucht auch Torwartparaden, um dieses Spiel wieder zu drehen. Und die kommen, Bukovinas ist sowas von im Spiel. Chance auf den ersten Ausgleich seit dem 0:0, Schalles 11:11. Und Bukovinas ist schon wieder da. Zieht in dieser Phase gefühlt alles magnetisch an. Strakeljan 13:11, das Spiel kurz vor der Halbzeit gedreht. Dessau zuletzt mit zwei Auswärtsniederlagen. Es soll keine dritte folgen. Timo Löser verkürzt 13:12. Es scheint eine spannende zweite Hälfte zu werden. Dessau hat den Ball schon wieder. Yannick Marcos pust auch seinen Einsatz war fraglich. 13:13. Und vorn Schalles, klasse Spiel vom Rechtsaußen, 7 Tore am Ende auf seinem Konto. Timo Löser 18:17, Dessau lässt sich aber nicht abschütteln. Und dann kommt Frieder Bandlow, 8 Tore, bester Torschütze in dieser Partie. Wohlenweber bekommt den Ball da noch unter sehr, sehr engem körperlichen Begleitschutz durchgesteckt. Vincent Sohmann vom 7-Meter-Strich scheitert an Bukovinas. Dessau lässt jetzt einiges liegen und Großwallstadt geht wieder in Führung durch Wohlenweber. Wir sind in der sogenannten Crunch-Time. Löser bekommt ihn nicht im Tor unter und Adrian Kamlott macht's besser. Was ein Treffer, 27:25, plus 2, aber es ist noch ein bisschen was. Gemp und Vincent Sohmann mit der wahrscheinlich schönsten Torvorlage des Wochenendes. Nur noch einer bekommt Großwallstadt das nach Hause gespielt. Starke Abwehr von Dessau. Ballbesitz, Chance auf den Ausgleich. Und es ist noch so viel Zeit. Sohmann auf Löser. Macht er selbst? Macht er selbst. Ausgleich. Die letzten Sekunden. Großwallstadt mit dem Matchball scheitert. Und Dessau mit dem Konter. Es ist nicht zu fassen. Nervenkitzel pur, aber Dessau kommt nicht mehr durch. Die Uhr läuft ab. Es bleibt beim 27:27. Die nächste Station auf unserer Durchreise heißt Sporthalle am Hallo. Der TuS im Essen spielt gegen den THSV Eisenach. Tabellarisch heißt das 10. gegen 2. Aber das sind vor allem die beiden Abwehrbollwerke der Liga. Eisenach hat die zweitbeste Defensive, was die Gegentoranzahl angeht. Nur eine Mannschaft hat noch weniger kassiert und das ist die Mannschaft in Rot. Der TuS im Essen. Und der lässt hier schon mal Jannis Schneibel nicht durchkommen. Der zieht aber den 7 Meter und Finn Hangstein verwandelt. Der Torschützenkönig der letzten Saison ist ja auch schon wieder auf Rang 2. Tim Rossmann mit super Auge für Tim Mast. 1:1 Ausgleich. Der THSV Eisenach ist gewarnt. Essen ist verdammt heimstark. Nur einen Punkt abgegeben in den letzten 7 Spielen hier. 5 insgesamt in der Saison, wenn Essens Auswärtsschwäche nicht wäre. Punkt, Punkt, Punkt. Eisenach ist top im Spiel. Vorne und hinten. Klingler scheitert an Johannes Jepsen. Der Torhüter wechselt im Sommer ja ablösefrei ins Medizinstudium.
Eisenach vorne effektiv, Tokic 2-4. Dann kommt Essen besser ins Spiel. Markus Dangers am Kreis 6-8. Auch er ja auf Abschiedstournee, wechselt im Sommer zum HC Oppenweiler Backnang in die dritte Liga. Maldonado 10-11, ein Tor nur noch Unterschied. Und hinten ist Lukas Dietrich da im Verbund mit seiner Abwehr. Und vorn geht die Tür auf. Alex Schoss geht gerne durch. 11-11, der Ausgleich. Eisenach jetzt in dieser Phase mit wenigen Ideen nur. Und Eising hat Großes vor. Essen hat Großes vor. Halbzeitführung für den Tusem. Und ein G-Schoss eröffnet Durchgang Nummer 2. Wortwitz beabsichtigt. Was ist mit Eisenach? Formuliert als Tabellenzweiter. Natürlich Aufstiegsansprüche mittlerweile. Tokic verkürzt. Aber es ist ein fantastisches Heimspiel des Tusem, vor allem mit der Kulisse, die immer lauter wird. Alex Schoss und Peter Wald sind da kurz in einer anderen Sportart unterwegs. Schoss setzt sich durch. Und so kann sich Essen weiter und weiter absetzen. Donker verkürzt auf 3, aber Essen bleibt auch in der Schlussphase stark im Spiel. Hat immer eine Antwort auf alles, was Eisenach probiert. Maldonado bekommt den durch auf Eising. 24-22. Der letzte Sieg des Tusem datiert auf den 3. Februar. Ist es jetzt wieder soweit? Schneibe steckt nochmal durch und dann ist Dietrich da. Nimmt Tokic den weg. Das kann es schon sein. Eisenach hat seit dem 9. Dezember nicht mehr verloren. Das ändert sich diesmal. Hangstein trifft vorne zwar nochmal. Dennis Szczęsny, 28-24. Der Tusem jubelt. Bleibt heimstark und Eisenach verliert erstmals nach 9 ungeschlagenen Partien. Eisenach verliert, das ist die Chance für den TuS in Lübbecke auf Rang 2 zu springen, hat nämlich nur einen Zähler Rückstand und spielt jetzt gegen den VfL Lübeck-Schwartau. Vom Papier her eine klare Sache, eigentlich, die Gäste aus dem Norden sind nämlich 15. Aber was ist schon leicht in dieser Liga? Der VfL sah gegen die Top-Teams der zweiten HBL zuletzt immer gut aus, holte gegen Balingen und gegen Eisenach jeweils einen Punkt, die Mannschaft in den blauen Trikots, die aber zunächst einmal 7 Meter gegen sich gepfiffen bekommt, das übernimmt Toms Grubli. Der Favorit führt. Und Yannick Schrader auf der anderen Seite kontert das direkt. Ausgleich für den VfL, der auswärts schwach ist. Erst 2 Siege in 12 Spielen. Nur Rostock und Würzburg auswärts noch schwächer. Und dann ausgerechnet jetzt beim zweitbesten Heimteam zu Gast. Wie soll das denn was werden? Ja, aber sie kommen gut rein, die Lübecker. Hinten Klockmann, vorne Horner. Führung für die Gäste. Kreisläuferspiel bei Nettelstedt passt, aber Yannick Dräger 5-5. Max Raguse, der VfL mit viel Druck im Rückraum und der nötigen Tiefe. Der VfL führt wieder. Das hier ist ein Tor des Willens. Jo, Gerrit Gens verkürzt 9-10. Auch ein Rücken kann entzücken. Uns interessiert aber natürlich vielmehr das Tor durch Horner, wenn ich das richtig erkannt habe. 9-11, der Spielstand. Strohsack fliegt, Pfosten nicht drin. Der VfL kann sogar auf plus 3 Stellen. Wieder kommt Max Raguse. Die kommende Eule wechselt ja im Sommer nach Ludwigshafen. Schwartau spielt ein gutes Spiel. Ebner verkürzt auf minus 3. Bis hierhin ein klasse Auswärtsspiel vom VfL. Horner nochmal 14-18. Mit der ersten Hälfte kann Gästetrainer David Röhrig zufrieden sein. Die zweite Hälfte beginnt genau wie die erste mit einem 7 Meter für Tom Skroblin. Wieder Treffer 15-18. Der Mann, der im Sommer schon 3 Jahre das Nettelstedt-Trikot trägt. Das ist Cohen 15-19. Der hatte keine Länderspielpause. Der war mit der israelischen Nationalmannschaft unterwegs. Das ist Luka Mrakovcic. Der Rückstand der Gastgeber schmilzt. Nur noch 2. Aber der VfL führt immer noch. Wir gehen ins letzte Drittel dieser Partie. Patzel scheitert noch, aber Horner trifft. Auch hier braucht es den zweiten Versuch. Strohsack übernimmt. Fliegt ja ab Sommer für Dormagen. Hier trifft er noch für den TuS. Horner mit dem Fehlwurf. Wir gehen gleich rein in die Schlussviertelstunde und es steht unentschieden. Tom Skroblin jetzt aus dem Spiel heraus. Gibt den Kreisläufer in diesem Fall. 7 Meter auf der Gegenseite. Jan-Erik Speckmann an alter Wirkungsstätte. Alles bereitet für eine spannende Schlussphase. Der ist gemein von Ebner. Der titscht einmal auf. Gemein für jeden Torhüter. 25-24. Und der VfL mit Problemen vorne wie hinten. Ebner erneut. Auch der ist unglücklich. Aus Schwartau-Sicht plus 2.
Und ihr seht's, wir springen ein bisschen nach vorne. Die Gäste jetzt nur noch mit 2 Toren in der Schlussphase, in den letzten 12 Minuten. Ein Grund, warum tatsächlich dieses Spiel noch verloren geht. Und der Favorit am Ende gewinnt mit 27-26 und auf Rang 2 springt. Das schauen wir uns gleich in der Tabelle an. Jetzt gibt es erstmal die anderen Ergebnisse des Spieltags, die wir hier für euch in der Übersicht haben. Dormagen unterliegt dem auswärts immer noch ungeschlagenen Tabellenführer aus Balingen. Nordhorn gewinnt bei Motor Saporosche beim umjubelten Comeback des lange verletzten Lukas Firnhaber. Potsdam jubelt bei Eintracht Hagen. Ludwigshafen schlägt Coburg mit +2. Viele Tore gab es in Hüttenberg mit dem glücklicheren Ende für die SG BBM Bietigheim. Elbflorenz schlägt die HSG Konstanz. Und den Abstiegskracher zwischen Rostock und Würzburg entscheidet der HC Empor. Und das heißt für die Tabelle Folgendes. Wir sehen den Wechsel von Lübbecke und Eisenach. Der TuS ist jetzt auf einem Aufstiegsrang. Eisenach nur noch Dritter. Dessau bleibt auf Rang 4. Der TuSEM ist 9. und dann gehen wir mal rüber in die zweite Hälfte, die angeführt wird vom HSC 2000 Coburg vor Groß-Wallstadt. Der VfL Lübeck-Schwartau, wir haben es gerade gesehen, verlor trotz insgesamt guter Leistung, aber das bringt im Abstiegskampf wenig, zumal die Konkurrenz kommt. Rostock kann ein wenig Boden gut machen, Konstanz ist 17. Würzburg weiter auf dem letzten Platz. Weiter geht's schon unter der Woche, unter anderem mit Potsdam gegen Elbflorenz Dresden, Dessau gegen den TuSEM Essen und Coburg gegen Groß-Wallstadt. Das alles und natürlich alle weiteren Spiele seht ihr live auf Sportdeutschland TV.